liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. In meinem heutigen Video geht es um die Frage, wie lange dauert es eigentlich beim Pilzezüchten, bis ich das erste Mal ernten kann? Die Frage lässt sich natürlich so pauschal gar nicht beantworten. Wie schnell oder wie langsam ein Pilz wächst, hängt in erster Linie von der Pilzart ab, die du züchtest. Aber daneben spielen natürlich auch noch die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und der CO2-Gehalt der Luft eine entscheidende Rolle. Als kleines Beispiel können wir den Austernpilz nehmen. Die Inkubationszeit bei Austernpilzen beträgt 10 bis 14 Tage. Bis dann die Fruchtung einsetzt, vergehen ungefähr 3 bis 5 Tage und bis ihr dann die ersten Pilze ernten könnt, müsst ihr mit weiteren 4 bis 7 Tagen rechnen. Zusammengerechnet kann man sagen, dass man Austernpilze nach 17 bis 26 Tagen das erste Mal ernten kann. Bei anderen Pilzarten kann es aber zum Teil noch deutlich länger dauern. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du noch mehr über das Pilzezüchten erfahren willst, schau gerne auf meiner Webseite fungino.de vorbei oder abonniere gerne meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, bleib gesund. Bis bald.